Endlich zu Hause. Mit einigen Stunden Verspätung landet die Bundeswehrmaschine aus Wuhan in Frankfurt. Doch in ihre eigenen vier Wände dürfen die 126 Passagiere noch lange nicht. Nach einem ersten Check-up im Airport werden sie nach Germersheim gebracht, in eine extra umgebaute Bundeswehrkaserne. Dort werden sie dann 2 Wochen lang isoliert. Eine reine Vorsichtsmaßnahme, betont der Gesundheitsminister. Es kehren Gesunde zu uns nach Deutschland zurück, aber zum Schutz der Rückkehrer selbst, ihres direkten Umfeldes hier in Deutschland, aber auch der Gesamtbevölkerung, ist es eben gleichzeitig auch wichtig, dass wir sicherstellen, dass niemand infiziert ist. Fast wäre die gesamte Rückholaktion noch gescheitert. Ursprünglich sollte der Flieger nämlich in Moskau zwischenlanden und tanken. Das wurde der Crew aber plötzlich verwehrt. In letzter Minute findet sich ein Ausweg, Zwischenlandung in Helsinki. Die Ministerin ist not amused. Was jetzt neben der offiziellen Erklärung von mangelnden Kapazitäten am Flughafen in Moskau die Gründe sind, das werden wir sicherlich in der nächsten Woche gemeinsam dann noch mit dem Auswärtigen Amt besprechen. Unterdessen meldet Spanien einen deutschen Infizierten auf La Gomera. Er und 4 weitere Bundesbürger wurden ins Krankenhaus gebracht. Sie sollen vor ihrem Urlaub Kontakt mit einem infizierten Webasto-Mitarbeiter gehabt haben. So wie sämtliche Deutsche, die mit Corona infiziert sind. Alle seien aber in einem stabilen Zustand, heißt es. In China verschärft sich die Lage derweil immer weiter. Mindestens 259 Menschen sind hier an der Lungenkrankheit gestorben. Knapp 12.000 Chinesen sind mit dem Virus infiziert.